Es gibt immer mal Ligen, wo die Starterbuilds komplett neu und erfrischend anders sind. Und dann gibt es Ligen wie diese, wo man im Prinzip einfach dasselbe spielen kann wie letzte League auch, weil sich in den Patch-Notes nicht allzu viel geändert hat. Natürlich ist zum Beispiel der Wegfall der bestimmten Meisterschaften wichtig für sämtliche Builds, die es da draußen gibt, aber damit steht und fällt halt kein Build. Das heißt, dass jetzt die Builds, die letzte League spielbar waren, durch die Meisterschaftsänderung zum Beispiel trotzdem noch spielbar sind. So eben auch Righteous Fire, das sühnende Feuer, funktioniert auch immer noch. Und ich habe sogar gelesen, dass man das jetzt schon in Akt 2 nutzen kann durch neue Meisterschaften mit zum Beispiel Lebensregeneration und sonst noch für Sachen. Das heißt, wenn ihr unbedingt damit starten wollt, weil ihr das letzte League vielleicht verpasst habt, dann könnt ihr damit auch starten. Genauso wie irgendwelche Kälteschaden über Zeitgeschichten mit der Okkultistin oder auch mit dem Trickster, was ich gesehen habe. Das ist alles auch immer noch gut spielbar. Das heißt, im Prinzip könnt ihr euch 3.20 das Video dazu angucken und dieselben Builds nochmal spielen. Warum mache ich denn also jetzt hier nochmal so ein Video? Weil ich natürlich auch den Twitch-Chat bei mir auf Twitch gefragt habe, was die denn so spielen. Und da wurden mal Builds genannt, wo ich dachte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, ich möchte euch jetzt in diesem Video mal 3 Builds vorstellen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, die ihr vielleicht auch nicht auf dem Schirm hatte, die man jetzt aber doch dann gerne mal spielen kann, ausprobieren kann, wenn man das möchte. Der allererste ist auch der, mit dem ich jetzt starten werde, und das ist Armageddon Brand Hierophant, das Zeichen des Untergangs, wie es auf Deutsch so schön heißt. Ich habe ja letzte League schon mit dem Zeichen des Sturms gespielt. Falls ihr euch fragt, ob ihr damit auch nochmal spielen könnt, jein, ich habe damals eine nicht kritische Variante gespielt bis zum Endgame und die ist jetzt per se einfach nicht mehr möglich, weil dort die Meisterschaften so fehlen. Wenn ihr euch also zutraut, das Ganze auf einer kritischen Treffer-Variante umzubauen, dann seid ihr da good to go. Wenn ihr jetzt einfach nur nachspielen wollt, kann ich euch das leider so nicht mehr empfehlen. Dafür wechseln wir jetzt einfach das Zeichen und spielen, wie gesagt, Armageddon Brand als Hierophant. Und das Besondere ist hier, dass wir nicht nur einfach nur die Zeichen wirken, die sich dann an Gegnern heften und dann kommt Armageddon, sondern wir nutzen hier noch Brand Recall. Das ist der Skill, der dazu führt, dass wir sämtliche Zeichen, die wir mal gerufen haben, zu uns zurückkehren. Und nicht nur das, sie werden dann gleichzeitig auch noch einmal aktiviert. Und im Falle von Armageddon Brand bedeutet das, dass quasi nochmal so ein kleiner Komet von oben nach unten fällt. Jetzt stellt euch vor, wir haben 5 bis 7 von diesen Brands, die dann alle auf einmal nochmal von oben nach unten knallen. Das kann schon ordentlich Damage machen und sieht unfassbar befriedigend aus, zumindest nach meinem Geschmack. Und deswegen hatte ich plötzlich so viel Bock auf diesen Bild. Damit wir es aber auch sehr oft machen können, benötigen wir sehr viel Abklingzeitreduktion für diesen Brand Recall Skill. Und deswegen nutzen wir unter anderem auch den Hierophanten, denn der hat ja richtig Aszendenzpunkte für so Zeichenskills. Unter anderem eben auch Abklingzeitreduktion für diesen Zurückrufungsskill. Und deswegen nutzt mir unter anderem die Klasse. Eventuell ist die Clear dadurch nicht so geil, weil es jetzt nicht unbedingt eine Massenvernichtung ist. Aber ich glaube auch für die League-Mechanik kann das ganz Spaß machen, wenn da wirklich kondensiert ein paar Monster sind, die wir dann mit einmal so 7 Brands auf den Boden knallen lassen und dann sterben die. Zumindest ist das so in meiner schönen Fantasie. Wir müssen dafür natürlich auch nah an den Gegnern sein, deswegen wird eine gewisse Defensive ziemlich wichtig werden. Aber in den Videos, die ja Jung Rowan gemacht hat, sieht das alles schon ziemlich, ziemlich nice aus. Und er hat ja sogar ein 7-stündiges Leveling-Video mit rein gemacht, wo er bis zum Exarchen, glaube ich, Speedruns sozusagen, also auch richtig gut, wenn man dann nochmal gucken will, wie man das Ganze dann aufbaut, wie man das leveln kann. Man kann den Zeichen des Untergangs erst ab Level 28 nehmen, das heißt, bis dahin muss man irgendwas anderes spielen. Ich werde dann nochmal mit Zeichen des Sturms einfach spielen, weil wenn ich schon Zeichen spiele, dann mache ich auch Zeichen. Aber sobald ihr das dann habt mit Level 28 in Akt 3, geht das richtig geil ab. Der zweite Bild, den ich euch vorstellen möchte, ist hier Rain of Arrows Raider, also Pfeilregen mit der Jägerin. Und das ist für mich auch relativ neu, weil ich habe zum Beispiel den Pfeilregen immer nur dafür genommen, irgendwelche Zauber auszulösen, ne? Über kritische Treffer zum Beispiel, macht man ganz gerne, habe ich letztens auch erst ein Bild gespielt, aber hier in diesem Bild nutzen wir wirklich Rain of Arrows, um Schaden zu machen. Bei diesem Skill folgen wir quasi in die Luft und dann kommen von oben ganz viele Pfeile, die dann nochmal so einen kleinen Radius abdecken mit so kleinen Explosionen, relativ große Fläche wird abgedeckt, das heißt eine gute Clear werden wir haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob des Boss-Schadens, natürlich laut Videos soll der auch ziemlich gut sein, und ganz großer Vorteil von diesem Bild ist natürlich die Schnelligkeit, da wir als Raider spielen, als Jägerin, sind wir automatisch durch die Aszendenz schon ziemlich schnell unterwegs und das auch schon sehr früh. Das heißt, wir kommen noch schneller durch die Story, was natürlich auch nochmal ganz angenehm ist. Das macht einfach immer Spaß zu spielen und so wird das auch hier der Fall sein. Und wenn ihr später sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Pfeilregen, dann könnt ihr ganz einfach zu einem normalen Bogenskill wechseln, wie zum Beispiel einen Tornadoschuss. Da ist ein Übergang ab
absolut möglich. Fuzzy Duxy, von dem habe ich hier das Video quasi gerade, der hat auch einen sehr guten Guide, so schön Step-by-Step gemacht. Da kann man auch nochmal beim Leveling gucken, was nimmt man wie genau. Und das Leveling mit Bögen ist ja sowieso nochmal gebufft worden, indem wir jetzt bestimmte Flüche früher kriegen, was natürlich nochmal früher Boss-Schaden bedeutet. Und gerade da hat es beim Leveln mit Bögen immer ein bisschen gemangelt. Also das kann schon eine sehr gute Wahl sein, so für den Start einer League. Und hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und der dritte Build, den ich nicht auf dem Schirm hatte, ist Holy Relic. Das heilige Relikt ist eigentlich ein Minion-Build sozusagen. Und das Besondere ist hier, dass immer wenn wir angreifen, von diesem Relikt aus eine Zaubernova ausgelöst wird. Das heißt, wir wollen sehr schnell angreifen, damit eben sehr viele von diesen Noven ausgelöst werden. So ist ein bisschen das Prinzip. Deswegen wirbeln wir auch in diesem Build so schön rum, um eben sehr schnell anzugreifen und sehr viele Noven auszulösen. Holy Relic habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, geschweige denn mal gespielt. Deswegen habe ich das komplett überrascht, dass hier Captain Lance ein Video dazu gemacht hat, wo er quasi einen League-Starter vorstellt und dann das Ganze noch als Scion, also als Adelstochter. Was zu League-Starter ja auch immer so ein bisschen hinten ist, weil die erst später ein bisschen stärker wird und nicht so früh. Das Ganze gilt auch für den Bild generell. Obwohl man das heilige Relikt schon sehr früh nutzen kann, wird das erst gespielt, wenn man zumindest schon mal einen Helm hat, wodurch man dann nochmal zwei Relikte beschwören kann. Und davor spielt man halt auch wieder irgendwas anderes. Deswegen ist das nicht so, ja, ist schon irgendwie ein Starterbild, aber man spielt halt erstmal irgendwas anderes, um dann später, wenn man die bestimmten Sachen, die jetzt nicht teuer sind natürlich, dieser Helm, den man da braucht, der kostet nichts, aber bis man den hat, spielt man halt irgendwas anderes und es ist dann so ein bisschen meh. Aber trotzdem hat mich dieser Bild einfach überrascht, dass er erstmal so gut läuft und dass der tatsächlich auch noch gespielt wird. Also wenn ihr Bock auf ein Minion-Bild habt, mal einen etwas anderen Minion-Bild, dann könnt ihr ja gerne mal Holy Relic euch das Video von Captain Lance angucken. Auch hier ist natürlich das Problem, dass wir nah am Gegner sein müssen, da wir ja mit Wirbelsturm quasi erstmal treffen müssen, bevor das Relikt irgendwas macht. Also auch hier ist Defensive wieder ein bisschen wichtig. Und wie gesagt, der Start ist halt, man spielt erstmal was anderes, was das Ganze dann als Starterbild noch klassifiziert. Wahrscheinlich jetzt kein Bild, den ich unbedingt Anfängern empfehlen würde direkt. Aber wenn ihr mal Bock auf was anderes habt, dann ist das sicherlich was für euch. Wenn ihr euch fragt, ja gut, das sind aber alles Guides in Englisch, da kann ich nichts mit anfangen, dann natürlich auch ich habe paar Builds, die man zu Start spielen kann, wie zum Beispiel mein Feuerball-Entzünden-Bild von letzter League. Auch wenn natürlich der Guide an sich schon eher Endgame-orientiert ist, sage ich euch in dem Video auch, wie ich damit ein bisschen gelevelt habe. Und der Bild teilt sich ein bisschen auf zwischen dem Entzünden von Feuerball als auch dem generellen Schaden über Zeiteffekt von Feuerwall, den wir da nutzen. Und das hat gerade beim Leveln auch durch die Story sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr gut funktioniert. Ist also in dem Sinne auch schon ziemlich League-Start-freundlich. Wir werden in den Maps dann wahrscheinlich ein bisschen am Boss-Schaden verlieren, bis ihr dann nach und nach eure Ausrüstung verbessern könnt. Und dann solltet ihr damit aber auch den Standard-Content auf jeden Fall machen können. Soweit erstmal zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat die Auswahl ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ihr könnt auch die Builds von letzter League nutzen. Das ist so in den meisten Fällen kein Problem. Ansonsten empfehle ich euch gerne hier noch Sorty Danes Starterliste. Der sammelt quasi sämtliche Starterbuilds, die ihr so in seinem Kosmos finden kann, auf dieser Liste. Da sind auch sämtliche Content Creator und Videos verlinkt. Viele spielen ja zum Beispiel auch mit dem Blitzpfeil jetzt, weil jetzt da eine Wahlvariante dazu gibt und Bögen gebufft werden early on. Deswegen nutzen das auch viele, spielen das auch viele, beziehungsweise wollen das viele spielen. Und auf dieser Liste ist eben alles Wichtige verlinkt. Schaut da gern mal rein. Ansonsten sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr spielen werdet. Ich werde mit Armageddon Brand spielen, wie gesagt. Und dann hoffe ich, dass wir uns Freitag spätestens 22 Uhr auf meinem Twitch-Kanal sehen. Viel Spaß euch, guten Start und bis dahin.